Das ist natürlich ultra geil. Ja, Intel Ultra in all seiner Pracht. Das Gerät ist einfach nur der Wahnsinn. So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV. Und ihr habt wahrscheinlich schon länger drauf gewartet. Ich auch, denn Meteor Lake von Intel ist jetzt endlich auf dem Markt. Entsprechend gibt es auch bereits seit gut einem Monat die ersten Geräte auf dem Markt. Darunter hier das MSI Prestige 13 in der Evo AI-Variante, ja, 2024 ist das Jahr der künstlichen Intelligenz und dementsprechend alles, was das Branding AI trägt, muss gleich besser sein. Das ist so die Frage. Bei CDK-Deals findet ihr offizielle Microsoft-Keys, ob Windows 10 oder 11, Microsoft Office, Games auf sämtlichen Plattformen wie Steam, Origin und Uplay zu wirklich guten Preisen. Gerade bei Windows 10 Pro sind die Preise wirklich gut. Und wenn ihr das Ganze mal hier in der Suchleiste eingebt, Windows 10, praktischerweise lässt sich die Lizenz jederzeit kostenlos auf Windows 11 upgraden. Ja, also auch hier könnt ihr noch mal ein bisschen zusätzlich sparen. Ich habe das Ganze bereits ausprobiert, die Aktivierung läuft reibungslos und inzwischen habe ich Windows 11 sowohl auf meinem Laptop als auch meinem PC zu Hause installiert und ihr könnt mit dem exklusiven Rabattcode GU25 satte 25% sparen. Und damit landet ihr bei 13,95 € für den Windows 10 Pro Key. Ich bin sehr, sehr zufrieden und bei CDK Deals macht ihr echt einen Schnäppchen. Nachdem ihr euren neuen Windows 10 Key erhalten habt, gebt ihr das Ganze über den Windows Aktivierungsassistenten entsprechend ein, drückt auf Aktivieren und los geht's. Ihr könnt sehen, die Windows 10 Lizenz ist jetzt aktiviert. Mehr Infos und Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber ja, zumindest sind diese Geräte jetzt mitunter mit Meteor Lake für solche Anwendungen im Bereich AI gewappnet und ja, bieten nicht nur dieses feine Kürzelchen, sondern auch Meteor Lake, ja, also die brandneue Intel 4, nicht 4 Nanometer Architektur, denn ja, gehen wir einen Schritt zurück. Intel 7 war 10 Nanometer, Intel 4 ist 7 Nanometer. Verwirrend? Wahrscheinlich gewollt, aber nichtsdestotrotz ist der Vergleich von zum Beispiel AMDs Ryzen 7000 oder 8000, die auf Zen 4 basieren und Zen 4 steht für 4 Nanometer und zwar dem Fertigungsverfahren von TSMC. Nichtsdestotrotz kann man nicht das Fertigungsverfahren von Intel 4, das auf 7 Nanometern basiert, mit TSMCs 4 Nanometer Fertigung vergleichen, ja, das ist so wie der Vergleich zwischen Äpfel und Birnen, den direkten Vergleich, was Leistungsaufnahme und Performance angeht, den muss man dann tatsächlich in der Praxis überprüfen, denn hier ist wirklich einiges passiert. Wir haben ein ziemlich breit ausgebautes Portfolio an Meteor Lake CPUs, jetzt müssen wir da auch erstmal ein bisschen durchsteigen, denn Intel hat so ein bisschen das gesamte Namensschema mit der neuen 14. Generation theoretisch soweit geändert. Ja, denn es gibt jetzt den sogenannten Intel Core Ultra, nicht mehr i9 oder i7 oder i5, sondern einfach nur noch Ultra 9, Ultra 7, Ultra 5. Ja. Ultra steht an der Stelle für die Meteor Lake CPUs. Entsprechend ja, haben wir hier auch ein Notebook mit einem Intel Core Ultra 755H. So, und da will ich jetzt auch direkt mal ein bisschen auf die Spezifikationen eingehen. Was steckt dahinter? Wir haben nicht nur zwei unterschiedliche Kerne, sondern jetzt mit Meteor Lake sogar drei unterschiedliche. Ja, wir haben die sogenannten Redwood Cove, also P-Kerne, die Crestmont E-Kerne. Ja, soweit ist das Ganze auch in den vorherigen Architekturen soweit bekannt. Aber es gibt unter Crestmont noch die LPE-Cores und die sind nochmal energieeffizienter und dürften hier Meteor Lake gerade bei solchen Notebooks hier den Vorsprung im Bereich von der Energieeffizienz bieten, den Intel bitter nötig hatte. Ja, und wie ist der Ultra 755H aufgebaut? Er hat 6 P-Kerne, 8 E-Kerne und 2 weitere LPE-Kerne. So, und diese physischen Kerne, also 6 plus 8 plus 2, sind jetzt erst einmal 16 physische Kerne, sind aber unterschiedlich, was die Multithreading-Leistung angeht,
aufgebaut. Also die Threads, ja, die hier dem Ganzen zur Verfügung stehen, sind 12 durch die P-Kerne, weil die unterstützen Multithreading, 8 durch die E-Cores und 2 weitere durch die LPE-Cores. So, jetzt ist, denke ich, das Verwirrendste soweit erst einmal besprochen. Wir haben sozusagen 16 physische Kerne, 22 Threads, die dem System zur Verfügung stehen, und der 155H, so nennen wir ihn jetzt einfach ab jetzt, taktet von 1,4 GHz bis 4,8 GHz hoch. Also die P-Cores sind entsprechend die, die rennen, also die, die auch ordentlich hochtakten können. Und es gibt auch noch einen Ultra 985H zum Beispiel. Und dieser ist, wenn man sich das genau vor Augen führt, im Endeffekt ein und dieselbe CPU, dieselbe Kernaufteilung, kann aber bis 5,1 GHz hochtakten. Also hat hier schon ein kleines bisschen mehr Leistung hinterstehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war noch nie wirklich schlau, den Vollausbau bei Notebooks zu nehmen, nur für die paar mehr Megahertz. Und entsprechend, ja, auch MSI hat unter der Prestige-Serie ein Modell mit einem 185H. Aber nicht das schicke Prestige 13, denn das hier ist ein Ultrabook, so wie es im Buche steht, mit 13,3 Zoll, richtig schön, klein und kompakt und entsprechend, ja, ein typisches Business-Notebook der Extraklasse. Ja, ich hatte bereits vor ein paar Jährchen hier ein 13 Zöller mit OLED da gehabt und war schwer auf begeistert, als ich dieses Gerät damals da hatte. Aber die Intel-CPUs waren einfach noch nicht so weit, als dass es mich wirklich vom Hocker gehauen hat. Nichtsdestotrotz, ja, und das ist, denke ich, die größte Neuerung hinter Meteor Lake. Ja, und zwar die integrierte Arc Alchemist Grafikeinheit, die hier drinnen schlummert. Im Falle des 155H sind es 8 Xe-Kerne, 128 EUs, 1024 SPs mit einem Takt von 2,25 GHz. Und das ist auf jeden Fall ein gewaltiger Sprung vorwärts und der soll es sogar mit dem derzeitigen Flaggschiff von AMD aufnehmen können, sogar diesen um einiges überholen können. Ja, also die Rede ist von dem Radeon 780M-Chip, der zum Beispiel in dem renommierten ROG Ally Gaming Handheld drin steckt. Ja, und jetzt kommt wirklich das Sahnehäubchen der Meteor Lake Generation beziehungsweise dem, was sich MSI hier angenommen hat. Denn sie stecken die gesamte Hardware, die in diesem Notebook drin steckt, in das kommende MSI Claw. Und das ist ein eigenes Gaming Handheld mit dem besagten Intel Core Ultra 155H. Und gerade weil das Ganze ja auf einer Intel-Plattform aufgebaut ist, sprich nicht nur den brandneuen Wi-Fi 7 Standard mit sich bringt, sondern auch Thunderbolt 4 nativ mit in das System reinbringt, das kann das Prestige 13 an der Stelle natürlich auch. Aber in einem Gaming-Handheld bedeutet das, wir können eine externe Grafikkarte an eine kleine Spielekonsole dran anschließen. Sprich, wir können dieses Gerät upgraden und das macht es für mich wirklich sehr, sehr spannend. Und ich arbeite derzeit mit MSI eng damit zusammen, dass wir entsprechend auf dem Kanal auch passende Tests dazu abliefern können. Also wenn alles gut läuft, Ende Februar, Anfang März, dürften wir dann das Gerät endlich im Handel sehen und vielleicht ihr sogar ein bisschen früher mit ein paar Tests von meiner Seite. So, kommen wir jetzt auf die einzelnen Spezifikationen von diesem Notebook zu sprechen. Und zwar fangen wir mal mit DDR5 an, also dem Arbeitsspeicher. Dieses Gerät hier in meiner Ausstattung kommt mit 32 GB LPDDR5 daher und zwar mit 6400 MHz. Das ist natürlich enorm schnell und mit 32 GB auch mehr als ausreichend. Das ist wirklich eine krasse Gesamtausstattung, aber 6400 MHz ist leider nicht top of the line, denn es gibt bereits Notebooks unter Meteor Lake mit 7467 MHz und gerade bei denen ohne dedizierter Grafikeinheit, also die, die auf die integrierte Grafikeinheit setzen, ist der schnellere LPDDR5X an der Stelle wirklich, ja, eigentlich komplett verschwendetes Potenzial, denn wenn wir eine integrierte Grafikeinheit haben, greift diese auf den Arbeitsspeicher des Systems zurück und umso schneller dieser ist, ja, umso leistungsstärker ist dann auch die integrierte Grafikeinheit. Das heißt jetzt nicht, dass das jetzt dem Ganzen einen Zacken aus der Krone bricht, aber nichtsdestotrotz, wenn wir hier von einem Gerät im Bereich von 1.599 Euro reden, dann ist das halt einfach ein etwas
bitterer Beigeschmack, wenn wir hier beim Arbeitsspeicher Einbußungen machen müssen. Nichtsdestotrotz, dieses Gerät hier bietet Top-Leistung, Performance und vor allem ein wirklich edles Gesamtbild. Denn wir haben hier einen 13,3 Zöller mit 2880x1800 Pixeln. Das heißt, wir haben hier ein 16:10 Bildformat, ja, ein bisschen mehr in dem unteren Bereich als 16:9. Gerade für Multitasking, zum Beispiel für den Videoschnitt, echt praktisch, hier ein bisschen mehr Bildfläche zur Verfügung zu haben. Mit einem OLED, ja, ist das Ganze natürlich gestochen scharf und enorm kontrastreich. Des Weiteren, trotz des kleinen Formfaktors, kommt das Ganze mit 75 Kilowattstunden 4-Zellen Akku daher und bietet damit auch eine enorm lange Akkulaufzeit. Und so ziemlich der goldene Standard für Thin and Lights in diesem Größenformfaktor. Ja, zusätzlich kommt das Gerät, was mir vorliegt, hier mit einem Terabyte PCIe Gen 4 M.2 SSD daher. Also so ziemlich top of the line, kann man nicht anders sagen. Dieses Gerät ist einfach wirklich was ziemlich Besonderes. Aber, und da will ich einmal drauf eingehen, ja, worauf ich selber aufrüsten wollte. Ja, denn das hier ist mein Dell Inspiron 13. Entsprechend ein 13 Zöller, selber Formfaktor, etwas in die Jahre gekommen, denn der setzt auf den i5-1135G7, also Tiger Lake, die 11. Generation. Ja, da sind jetzt mehrere Generationen an Intel-Prozessoren dazwischen. Nichtsdestotrotz ist das einer der ersten Notebooks gewesen, die auf eine bessere integrierte Grafikeinheit gesetzt haben. Und entsprechend hatte ich genau in dem Maßstab überlegt, mir ein Notebook anzuschaffen, und zwar mit einem Intel Core Ultra 5 125H. Aber dieser macht natürlich auch in allen Belangen Abstriche. Sprich, wir haben hier keine 16 physischen, sondern 14 physische Kerne und lediglich 18 gegenüber den 22 Threads, die wir hier beim 155H zur Verfügung haben. Zusätzlich auch ein niedrigerer Takt mit 4,5 GHz maximalem Turbo ist das Ganze ein gutes Stück langsamer, und auch die integrierte Grafikeinheit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, lohnt es sich dann doch, auf den 155H zu setzen. Dieser, ja, mit 8 Xe-Kernen, der 125H nur mit 7 Xe-Kernen, 112 EUs und 896 SPs mit ebenfalls einem niedrigeren Takt, also lediglich 2,2 GHz. Also sagen wir es so, ja, wenn man richtig Wert drauf legt, dass die Kiste flott unterwegs sein soll, dann ist der 155H so der goldene Sweet Spot für ein solches Notebook. Aber dann, ja, sind die Preise auch schon ein gutes Stück teurer. Wohingegen der 125H im Bereich von 800 bis 1000 Euro anzusiedeln ist, gibt es kaum Notebooks mit diesem Prozessor hier, mit dem 155H, unter 1000 Euro vorzufinden. Entsprechend, ja, bin ich gespannt, wenn wir uns das Gerät jetzt gleich anschauen werden. Und das macht das MSI Claw, also das Gaming-Handheld, mit dem 155H umso spannender. Das wird wirklich bahnbrechend, und ich bin gespannt, heute einen kleinen Eindruck zu bekommen, was dieses Gaming-Handheld von MSI leisten wird. Denn im Endeffekt, wenn wir den 155H hier getestet haben, wissen wir, was uns dann erwartet. Und dementsprechend würde ich sagen, vergeuden wir keine Zeit und starten direkt mit meinen Tests. Ich werde natürlich die synthetische Leistung sowohl auf Seiten der CPU als auch der GPU testen und mit vergangenen Generationen von Intel und AMD gegenüberstellen. Natürlich auch das ROG Ally mit dem Z1 Extreme, also der Radeon 780M, vergleichen. Aber vorher mache ich mich einmal ans Unboxing, und wie bereits gesagt, wir schauen dem MSI Prestige 13 einmal unter die Haube, schauen uns die Hardware an. Intel Inside mit MSI DNA. Ja, schicke Verpackung. Und hier sehen wir auch auf jeden Fall die gesamte Systemspezifikation. Wie bereits gesagt, wir haben das Prestige 13 AI Evo in der Version mit 2,8K OLED 60 Hz Panel und Intel Core Ultra 7 155H mit einer 1 TB M.2 SSD PCIe 4.0 Geschwindigkeit und LPDDR5 mit 32 GB mit 6400 MHz. WLAN und Bluetooth sind auch mit an Bord, an der Stelle Wi-Fi 7. Also da muss man sich auf jeden Fall nicht verstecken. Das ist derzeit das schnellste
was am Markt erhältlich ist. Windows 11 mit an Bord und ein 65 Wattstunden Akku. Und das Teil schauen wir uns doch jetzt einmal an. So kommt das Ganze zu euch und oh mein Gott, ist das Ding sleek. Oh, okay, jetzt weiß ich, wofür man hier an der Stelle zahlt. Das ist natürlich ultra geil. Oh. Ja, Intel Ultra in all seiner Pracht. Das Gerät ist einfach nur der Wahnsinn. Haptisch wirklich ein Traum. Ja. Wir haben hier ein wirklich so kompaktes, schlichtes Gerät, das versprüht einfach nur Pro. Ja. Das ist ein richtiges Business Stealth Notebook mit harten Kanten, einem echt edlen Design, nach unten bzw. zur Seite ausgerichtete Speaker und auch eine sehr, sehr große Öffnung für die Kühlung. Intern sehe ich hier schon mal einen sehr großen, für diesen Formfaktor immens großen Lüfter. Ja, neben diesem schlichten, matt-schwarzen Space-Gray-Look, wirklich sehr gut gewählt, fühlt sich das Ganze echt leicht an. Ja? Leicht, aber hochwertig. Und jetzt schauen wir uns die Anschlüsse an. Wie bereits gesagt, HDMI 2.1, zweimal USB Typ C mit Thunderbolt an der Stelle, 3,5 mm Audio Jack auch mit an Bord und schaut euch diese geilen Designelemente an. Also das ist wirklich richtig hübsch geworden. So ein kleiner Farbakzent gesetzt und dann hier USB Typ A und ein Micro-SD-Kartenlesegerät. Auch das ist mit dabei. Also das gefällt mir schon mal richtig gut. Wir schauen uns jetzt erstmal, bevor wir uns an das Auseinandernehmen von dem Gerät machen, den Lieferumfang an. Netzkabel ist auch mit am Start. Und jetzt würde ich sagen, machen wir das gute Stück einmal auf. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, typisches OLED Glossy Finish. Und jetzt schauen wir uns die Tastatur an. Wirklich ein geiles Gerät. Also das fühlt sich so wertig an. Sehr, sehr stabil. Also da ist nicht irgendwie ein Flex in der Tastatur oder so. Also von innen nach außen wirklich grundsolide, einfach gut verarbeitet. Und Leute, schaut euch das an. Wir haben eine schwarze Oberfläche und ja, keine Fingerabdrücke. Das sieht sehr geil aus. Ja, wir haben hier so einen kleinen Riegel, mit dem eine Klappe vor die Webcam fährt. Sehr schön implementiert. Die Tastatur, ja, auch diese sieht sehr gut aus. Ja, fühlt sich geil an. Auch die Tatsache, ja, wenn wir uns das anschauen, wie MSI das Notebook designt hat, wenn wir das Gerät aufklappen, ja, dann fährt der untere Teil hier unter das Notebook. Das Ganze sorgt dafür, dass wir unter dem Notebook ein bisschen Abstand zum Tisch, ja, zu der Oberfläche bekommen und damit bestmöglich hier das Gerät kühlen können. Oh, okay, wir haben hier einen Factory Seal. Das wäre doch gelacht gewesen. Also das Factory Seal habe ich jetzt hier bestmöglich, ohne es zu beschädigen, angehoben. So, und das sieht doch schon mal richtig, richtig geil aus. Um ehrlich zu sein, ist die gesamte Platine größer, als ich gedacht hatte. Also das Ganze wird schön ausgefüllt mit Hardware. Die besagte Samsung SSD mit PCIe 4.0 Geschwindigkeit und 1 Terabyte ist hier soweit verbaut. Ebenfalls ziemlich offensichtlich, die Hälfte des Geräts ist der Akku. 75 Wattstunden hat das Ganze und auch hier, ja, habe ich schon gesagt, ist der Lüfter wirklich sehr, sehr groß für den Formfaktor. Beeindruckend auf jeden Fall. Ja, und hier die WLAN-Antenne. Da war ich natürlich sehr gespannt drauf. Und zwar, ja, ist das Ganze hier ein Wi-Fi-Modul von Intel. Klein und verlötet. Ich denke, im Fall von Wi-Fi 7 soweit jetzt nicht so wild, als dass das Ganze verlötet ist. Da es in den nächsten Jahren nichts Besseres geben dürfte. Also soweit verlötet.
ja, wirklich ein sehr gelungener Gesamtaufbau. Auch hier, ja, der Prozessor entsprechend die Meteor Lake CPU soweit ja, mit einer Heatpipe rundum geschlagen. Hier das Heatsink. Und das war's. Ja. Im Endeffekt ist das der gesamte Innenaufbau von diesem Gerät. So, Freunde, wir haben jetzt das kleine MSI-Notebook soweit gestartet und dieser OLED, ja, der ist einfach nur geil. Also was so Blickwinkel angeht, gibt es halt nichts Besseres und das Bild ist auf jeden Fall sehr, sehr farbintensiv, brillant und gestochen scharf. Wie ich anfangs schon gesagt hatte, kommt hier mit einer Auflösung von 2880x1800p. Und dabei entsprechend einer Bildwiederholungsrate von 60 Hertz. Ja, von den 32 GB, die dem System zur Verfügung stehen, mit insgesamt 6400 MHz. Datenträger ist, wie ich schon anfangs gesagt hatte, hier von Samsung die 1 TB PCIe Gen 4 SSD. Und hier das verbaute Wi-Fi-Modul mit Wi-Fi 7 an der Stelle BE1700. BE200 ist eben die Kennung. Ist die verlötete Variante, also fest verbaut in dem Ganzen. Und eine Sache schauen wir uns noch mal ganz kurz an, und zwar die Intel Arc Grafikeinheit, die hier drinnen steckt. Ah, es ist sogar tatsächlich die Hälfte von dem gesamten Systemarbeitsspeicher, die hier der integrierten Grafikeinheit zur Verfügung steht. Dementsprechend hat sie 16 GB LPDDR5 für sich beansprucht. Nicht schlecht. Auch neu, denke ich, mit den ganzen AI-Features ist, dass hier die NPU der Meteor Lake CPUs, das System läuft seit etwa 10 Minuten. Die CPU, oh, das sieht sehr gut aus. Ja, minimaler Stromverbrauch hier an der Stelle übers Package mit minimal 2,24, 32,5 ist das Maximum im Idle, das hier ausgelesen wurde. Also das ist schon ziemlich krass niedrig. Sehr gut. So, Freunde, da bin ich wirklich gespannt drauf, ja, was hier der Ultra 755H so bewerkstelligen kann. Wir werden natürlich hier in den Advanced Benchmark Modus reingehen, dass wir auch gleich die Single Core Leistung messen können, aber zuallererst die Multicore Leistung. So, wir sehen, die Temperaturen gehen hier auf jeden Fall gemächlich hoch, ja, noch meilenweit weg von den hohen Temperaturen, die wir gerade gesehen haben, sprich auch mit solchen Bursts hier mit bis zu 40 Watt sehe ich hier, kann hier das Ganze soweit umgehen. Okay, 1859, wunderbar. Jetzt starte ich den Single Core Run, der braucht immer ein kleines bisschen länger, also. Aber das sieht schon mal sehr flott aus, muss man sagen. Ja, hier sieht man auch ganz schön den einen Kern, der gerade beansprucht wird im Single Core. Ja, wechselt entsprechend von einem P-Core zum anderen mit 4,8 GHz. An der Stelle kann man hier trotzdem sehen, dass hier sozusagen im Package die Single Core-Leistung wirklich provoziert wird. Ja. Gegenüber Multicore sehen wir hier wirklich ein sehr, sehr interessantes Verhalten. Also die CPU versucht hier wirklich das Maximum aus dem Takt hier, aus den P-Cores rauszuholen. Und ja, zieht hier tatsächlich in der Temperatur deutlich straffer an. Obwohl der Stromverbrauch niedriger ist, ja, sieht man hier wirklich an dem Taktverhalten der Kerne, dass in diesem Single-Core-Run hier dem Ganzen doch deutlich mehr abverlangt wird, beziehungsweise Intel dahingehend optimiert wurde. Ja, ich glaube, wir hatten das Ganze nicht auf beste Leistung getrimmt. Ich glaube, es hatte mit den Akkueinstellungen zu tun. Eine Vermutung von mir war anfangs, dass die Treiber das Problem sein könnten, aber es könnte tatsächlich das MSI Center sein. Wir sehen, wir haben Smart Auto Settings, soweit AI gestützt, und das wollen wir nicht. Ja, wir wollen maximale Leistung haben. Ja, das heißt, dieses MSI Center sollte auch definitiv euer Werkzeug sein, hier ein bisschen was dran zu tunen. Aber ich versichere es euch, ja, die Autolüfterkurve ist an der Stelle the way to go. So, und tatsächlich, selbst wenn wir hier mit der Autolüfterkurve arbeiten und dabei war das Notebook wirklich sehr, sehr leise, konnten wir hier im Cinebench R15 2012 Punkte erreichen. Das ist ein gutes Stück höher, als was wir vorher mit ganz normalen Settings ab Werk hatten. Also alleine das lohnt sich schon mal immens.
Ja, ich habe jetzt hier auch nochmal den Single Core soweit neu bemessen mit den neuen Profilen jetzt geladen. Und 2050 ist auf jeden Fall ein gutes Stück drüber zu dem, was wir vorher gemessen haben. Leistungsaufnahme, Temperaturspikes sind soweit identisch, einfach weil wir jetzt eben im thermischen Limit soweit mehr Spielraum haben, als dass die einzelnen Kerne hier entsprechend höher takten können und so die höheren Werte erzielen können. Sehr, sehr spannend, hätte ich, um ehrlich zu sein, nicht mit gerechnet. Also für alle, ja, das MSI Center kommt soweit ab Werk installiert und nicht nur, dass ihr darüber die Updates und Treiber beziehen könnt, ja, nochmal für alle, wir gehen hier auf Unterstützung, dort Live-Update, hier könnt ihr passende Treiber installieren. Ja, wenn das erste Mal hier nichts angezeigt wird, könnt ihr dann auf Überprüfen gehen. Das ist soweit sehr, sehr einfach. Ja, es gibt Einstellungen und Benutzerszenario. Ja, und hier ist ab Werk Smart Auto. Ja, ich habe jetzt extreme Leistung gewählt, einfach damit wir wirklich vom Prozessor alles soweit abverlangen können. Und die Tests, ja, den 155H im Fokus haben und nicht ja, irgendwelche Profile. So, Freunde, im Cinebench R20 macht sich das soweit wirklich krass bemerkbar. 4908 Punkte, das sind über 1000 Punkte Differenz zwischen meinem vorherigen Ergebnis. Also das ist der Unterschied. Ja, definitiv krasse Leistung. So, auch im Single Core haben wir hier im R20 auf jeden Fall einen guten Leistungszuwachs hier erzielt. So, Freunde, there we go. 3191 Punkte und endlich haben wir die Werte, die wir sehen wollen. Das ist natürlich ein gutes Stück besser als AMD und ja, perfekt. She pulling me in like a black hole, trapped in a grip and I can't break. Out of control and I can't feel my soul and my heart and my damn face. Cause I ain't be nothing without her. A king with no queen and no damn kingdom. Serving up hate with a cold vengeance. Fuck, but I hate her, we can't slay them. Yeah, she's got me hooked, I'm down, I ride. Leaving, she tried to kill me, I can see it in her eyes. Yeah, she's got me shook, this my demise. I'm bleeding, can someone heal me? I can't deal with no more lies. I'll never go on like this, so don't you think you got. So, hier haben wir jetzt einen Score von 1221 Punkten. Auch hier sind wir der Konkurrenz in puncto Grafikleistung ein gutes Stück voraus, Leute. Krass. So, Freunde, da wären wir zu meinem Fazit mit dem MSI Prestige 13 und dem Intel Core Ultra 155H. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Prozessor, der mich überraschen konnte, aber auch ein klein wenig, gerade wenn man die Konkurrenz direkt vor Augen geführt bekommt, ja, mit dem AMD Ryzen 7840ern, also den 8-Kernern, die auch in dem Z1 Extreme, also dem Asus ROG Ally drin stecken. Ja, wenn man die alle miteinander vergleicht, dann offenbaren sich uns die unterschiedlichen Seiten, mit denen beide Hersteller soweit scheinen können. Denn AMD hat seine Vorteile, als auch Intel selbst. Und ich hätte es wirklich nicht gedacht. Die Intel Arc Alchemist, die hier in den Meteor Lake Chips drin steckt, die konnte wirklich in allen Aspekten überzeugen. Ja, fraglich ist halt, wie viel man dafür ausgeben kann und möchte. Gerade wenn man sich den Markt anschaut und sieht, hey, okay, wenn es jetzt um die reine Hardware-Ausstattung geht, dann kann man auch so ein Gerät mit um die 800 bis 900 Euro ohne weiteres bekommen. Aber worauf ich wirklich gespannt bin, ist das MSI Claw. Ja, hands down, das Ding wird überragend. Ja, das Claw soll sich irgendwo im Bereich von 700 bis 800 Euro bewegen. Und da wird es auf jeden Fall sehr viel mit sich bringen. Gerade wenn wir uns eben vor Augen führen, dass man es eben unbegrenzt erweitern kann, dank Thunderbolt 4. Können wir dort dran ohne weiteres Thunderbolt-Docks anschließen,
Sei es jetzt für Konnektivität, für den stationären Desktop-Betrieb, also können wir noch zusätzlich ja, auch Grafikkarten dran anbinden. Also das Thema eGPUs wird auf jeden Fall hier mit Meteor Lake definitiv von Relevanz sein. Natürlich auch bei so einem Notebook, das ich heute im Test hatte, kann man das ohne weiteres auch tun. Das hätte aber heute definitiv den Rahmen gesprengt und entsprechend will ich auf jeden Fall sagen, für jeden, der wie ich zum Beispiel einen alten Tiger Lake Chip von Intel fährt, also der 11. Generation, damals eben wegen der Grafikeinheit auf Intel gesetzt hat und sich schon seit etwas längerem überlegt, hey, ich würde ganz gerne aufrüsten, aber welches Gerät soll es am Ende des Tages sein? Dann sage ich ganz klar, mit Meteor Lake und einem der neuen Core Ultra Chips, egal ob 125H oder dem hier gezeigten 155H, macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Ja, und damit waren das meine abschließenden Worte zu dem Laptop-Test, zu dem MSI Prestige 13. Wenn ihr euch genauso auf das MSI Clore freut wie ich, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ja, und bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness, that's you see on GAX TV. Yeah, she's got me hooked, I'm down, I'm right. Leaving, she try to kill me, I can see it in her.